Oh, scheiße, wir müssen essen. Alter, das gibt's doch nicht. Wir sterben hier unten, ne? Verflex nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Sky. So, erstmal eingesammelt. Und dann geht die Moderation weiter. Wir brauchen Kohle. Die holen wir uns natürlich. Moment, erstmal, das war falsch. Hier, da sind die Kartoffeln. Zack, erstmal neue Pflanzen. Und jetzt holen wir uns aber Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Der war das. Mein Gott, die Musik ist so laut, dass ich die Fische nicht mehr höre. So, oh krass, ich glaube, das reicht. Cool. Schnell wieder weg. Genau, wir müssen nämlich mal so ein bisschen Essen köcheln. Und ich hätte ja schon Bock, so ein bisschen das Haus auszubauen, ne? Kohle. Genau, die hier rein und dann machen wir einfach so. Genau. Lecker Kartoffeln. Aber ich würde viel lieber irgendwie so ein Haus da unten haben. Das hier ist immer so hoch. So weit oben. Schwierige Frage. Was wir machen ist... Oh. Alter, ich dachte jetzt kommt er aber. Penner. Wo war denn das? War da unten nicht irgend sowas Aufleuchtendes? Ach, das war in diese Richtung, guck mal. Schon wieder verlaufen. So, und hier runter. Wir wollen da hinten hin. Aber jetzt tauchen wir hier gleich direkt ab. Ist schon ein bisschen unheimlich, ne? Ich krieg schon wieder irgendwie... Kennt ihr das auch, wenn ihr so auf offenem Meer seid? Offenem Meer natürlich. Ja, genau. Oh, da kriege ich voll die Krise, ey. Wenn man nicht mehr sehen kann, was unter einem schwimmt. Oh, ich hasse es. Also wenn man so im Meer schwimmt und eben nicht mehr sehen kann, was so unter einem schwimmt. Ey, das ist eins der schlimmsten Gefühle, finde ich. Blech. So kam mir das nämlich auch gerade hier vor. So, jetzt haben wir aber echt viel, ne? Ach Quatsch, guck mal, hier unten ist noch ein Bot. Den schnappen wir uns natürlich auch direkt. Oh, Alter, der sieht so fies aus, der Fisch. Nee, Quatsch, war der hier schon? Nee. Hier. Nee, ach, nicht Bot, sondern Droid. Ich sage immer Bot. Warum sage ich mal Bot? Oh, Gold. Gold nehmen wir mit. Oh, ach, der schießt auf die Quallen. Was? Es hörte sich an, als wenn das direkt am Kopf vorbei. Zack. Wo ist denn hier das Gold? Hier hinter. Mhm. Da, der sieht echt so eklig aus. Ich habe mal Monster Hunter gespielt und da gibt's auch so einen Fisch, der heißt Gobul. Und jedes Mal, wenn ich den jetzt sehe, muss ich an den Namen Gobul denken. Floor. Nehmen wir auch mit. Ich weiß gerade echt nicht, Also noch haben wir Sauerstoff, noch können wir.
Es ist genug für euch alle da. Scheiße, was ist... Oh, nee, diese Dinger. Schnell weg. Oh, guck mal, hier geht's tiefer. Das ist ganz gut. Müssen wir wohl als nächstes abtauchen. Ich glaube, 350 ist auch schon die Max-Tiefe. Schade, dass es nicht noch so eine Ebene tiefer gibt. Oh, ist das schon wieder ein ekliges Gefühl. Ey, wer weiß, was jetzt da unten herum schwirrt. Aber wir sind zum Glück bewaffnet. Da müssen wir uns gar nicht so viele Gedanken machen. Zum Glück. So, und rums. Und ja, ich habe gesehen, oh, dass wir Hunger haben. Ich weiß nicht, bringt das was? Können wir uns eigentlich tatsächlich so in dem Gras verstecken? Ich glaube schon, ne? Also das haben die ja ganz gut hingekriegt. Oh Quatsch, guck mal, da unten ist eine Unterwasserbasis. Da bauen wir gar keine neue mehr. Aber was wir zuerst machen, ist scheiße. Ja, das ist jetzt irgendwie doof, aber naja. Oh, was? Guck mal hier. Boah. Boah, Alter. Im Sandbox-Ding, ne? Alter, das war auch eine widerliche Überraschung. Ich habe mir noch gedacht, das sieht so aus, als wenn diese Oktopus-Dinger den Kram bewachen. Jetzt müssen wir hier schnell sein, damit wir nicht... Oh Mann, ey. Damit wir nicht hier gleich ertrinken. So, hier unten ist alles Suche, Baby. Nein. Oh, so. Nee, wir fangen mal ganz oben an. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Mein Gott, ey, wer solche Treppen baut, ne, der... Auf jeden Fall ganz am Anfang, in der Sandbox-Variante, habe ich am Anfang Sandbox gespielt, um mich einfach mal so ein bisschen, um mir das Spiel anzugucken und so, ne? Auf jeden Fall habe ich noch gedacht, das sieht so aus, als wenn die dieses Ding bewachen. Und da war ich mir nicht ganz sicher. Und auf einmal, ich bohr diese... Oh nein, scheiße. Ich bohr dieses Ding an. Alter, und auf einmal geht's los. Das ist schon echt eine gruselige Erfahrung. Kommt das Wasser runter? Ja, ja, juhu. Geil, wir haben eine neue Basis. Ja. Was wollte ich denn? Alter, und wir haben Hunger. Scheiße. Ist hier was zu essen? Alles roh. Das geht doch nicht. Hm. Wenn wir Hunger haben, verlieren wir Leben. Ist nicht gut. Sauerstoff haben wir noch genug, aber was wollte ich denn jetzt machen? Ach genau, ich wollte da habe ich irgendwie den Floor auseinandergenommen. Hier. Bing. Und so viele Eingänge, Ausgänge, Gänge. Brauchen wir noch gar nicht. Also hier müssen wir, hier basteln wir mal in der Basis rum. Damit wir... Oh, geil. Guck mal, hier können wir überall pflanzen. Und hier müssen wir noch mal kurz heilen machen. Dann müssen wir hier noch mal gucken. Vielleicht ist ja auch hier irgendwo so ein Ofen drin. Das wäre nämlich das Allergeilste. Wenn wir hier so einen finden. Scheiße, und jetzt auch noch dunkel. Dann können wir hier auch was zu essen machen. Vielleicht finden wir ja auch hier irgendwie... Tasche voll. Wir können ja mal... ja, jetzt haben wir langsam echt Hunger. Scheiße ist das. Und hier ist natürlich nichts. Doch, ein Herd! Geil. Ach, wir haben keine Kohle. Ey, wir essen jetzt einfach den rohen Fisch. Hoffentlich geht's uns danach schlecht. Aber dann wird zumindest so eine kleine über... Guckt Fisch! Ach, wie geil! Nice.
Und wir könnten auch mal ruhig was in die Kisten wieder ablegen, fällt mir gerade ein. Drill, Extractor. Machen wir mal hier, was machen wir denn da rein? Wieso machen wir das eigentlich ganz unten rein? Wir müssen nach ganz oben und wir nehmen hier den Grill und den Kram mit. Plopp, plopp. Geil. So, das nehmen wir jetzt alles mit nach oben. Scheiße, jetzt wird der Sauerstoff wieder knapp. Jetzt müssen wir uns echt beeilen. Obwohl. Oh, ein bisschen haben wir ja noch. Guck mal. Juhu. Wir stellen den Kram jetzt erstmal hier auf. So. Haben wir hier irgendwo Kohle unten? Haben wir nicht. Ey, das ist ja so scheiße. Und wir hatten so viel mit. Und jetzt schaufeln wir gerade unser eigenes Grab. Mein Gott, sieht das schön aus, ne? Ich mach das Leuchtegras hier auch nicht weg. Das sieht so richtig schick aus. Und guck mal, hier haben wir so eine Terrasse. Können wir nur nicht nutzen. Da muss ich mir was überlegen. Wir können eigentlich mal direkt hier anfangen, den Kram auszubauen. So. Nee, hier wollen wir das so machen. Jetzt haben wir hier so ein paar Fenster. Das machen wir hier voller Fenster. Das ist nämlich unser Ausguck. So. Geil. Bauen wir hier unser neues eigenes Rapture. So, was ist da drin? Gar nichts. Das ist gut. Alter, wir müssen was essen. Wir bauen erstmal hier. Ups. Nein. So, das wollte ich nicht. Alter, jetzt beweg dich doch. So. Hier, die nehmen wir mit und bauen die oben erstmal hin. Und dann können wir uns so verschiedene Etagen basteln, wo wir dann hier und da und so eine ganze Cafeteria. Das wird schick. Da fällt mir eigentlich ein. Ich hätte ja auch mal wieder Bock auf Minecraft. Einfach auf nicht irgendwie so ein großartiges Megaprojekt jetzt, sondern einfach bauen. Das war immer so gemütlich. Was bastel ich ja eigentlich? So, an jedem Rand erstmal 6. Ja, schaffen wir nicht mal. Haben wir nicht mal. Haben wir nicht. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2. Und dann haben wir hiervon auch noch 2. 1, 2. Und die letzten 2, die bewahre ich auf. Hup. Ach, das war unser Droid. Denn wir bleiben Droid. So, jetzt könnte es aber auch mal wieder Tag werden, finde ich. Und dann können wir uns hier wirklich. Oh, da freue ich mich schon drauf. Wo geht's eigentlich nach Hause? Ich gucke mal jetzt gerade mal wieder auf der Minimap nach. Ich glaube, wir müssen erstmal hier hoch und über den Berg ist schneller als zu Fuß. Wahrscheinlich über den Berg. Mein Gott, wir haben Hunger, ey. Das ist scheiße. Sollten wir die vielleicht essen? Oder aufbewahren? Ich weiß nicht. Was meint ihr? Ich weiß es nicht. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir das zu unserem Treppenhaus machen. Mein Gott, das ist auch viel zu hoch, dieses Häusli. Alter, hier ist noch mehr. Was aber geil ist, sind diese verschiedenen Einstiegsluken auf den verschiedenen Ebenen. Moment mal, die nehmen wir mit.
Die nehmen wir mit. Und dann basteln wir uns auch so ein Lager hier hin, wo wir einfach alles lagern. Und dann haben wir das da oben. Das ist dann unser Zwischenlager oder so. Das ist eigentlich ganz cool. Glaube ich. Hm? Was meint ihr denn? So, jetzt können wir auch noch hier die... Scheiße, jetzt haben wir schon wieder Hunger. Jetzt können wir auch noch hier die Möbel mitnehmen. Doof ist, dass wenn man sich diese Fensterscheiben einpackt, man die Fensterscheiben nicht bekommt. Dann bekommt man einfach nur so ein Stück Floor und das war's dann. Das heißt, die sind wirklich so ein bisschen rar. Da muss man drauf achten, dass man richtig klickt, sonst ist die Fensterscheibe weg. Oh, hier ist noch was. Ach, da ist der Kram drin. Können wir hier was stacken? Nee, kann man nicht. Schade. Ja, dann kommen wir eben später wieder. Was machen wir denn hier aus diesem Ding? Ich weiß nicht, ich würde fast sagen, wir können eine ganze Etage wegmachen. Brauchen wir nicht. So, oh, guck mal. Hier noch mehr. Alles mit. Und dann können wir später gucken, wie wir das alles zusammensetzen. Dann können wir uns sowas wie ein Arbeitszimmer und... Och, was wir alles machen können. So, wir sind ganz... Ging ja doch schneller, als ich gedacht habe. Ich glaube, wir machen mal hier so. Noch ein. Weil, wozu brauchen wir das? Dann haben wir hier... genau. Ich würde aber lieber immer so einen Zweiergang machen, ne? Also hier. Oh, scheiße, wir müssen essen. Alter, das gibt's doch nicht. Wir sterben hier unten, ne? Scheiße. Okay, es wird hell. Wir müssen. Wo geht's nach Hause? Ich glaube, da hinten. Das machen wir auch direkt mal so. Schwimme ich einfach mal hoch. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich reicht das. Nein. Oh, gerade noch so. Geil. Und hier haben wir auch schon unser Kohle-Gedöns. Dann nehmen wir... Scheiße, wir können... Oh doch, wir können noch Kohle tragen. Mein Gott, haben wir ein Glück. Weil dann können wir das gleich mitnehmen. Alter. So, das sollte jetzt aber wirklich reichen. Da lang. Cool, ist nicht mal so weit weg. Ich habe das Gefühl, da sind wir auch viel zentraler. Wo wir jetzt sind. So, und dann essen wir uns nochmal schnell satt. Und machen so einen Kistencheck. Ja, was machen wir denn hier? Beziehungsweise, was lassen wir hier? Ich würde sagen, ach, guck mal, das hier. Brauchen wir erstmal nicht. Und... Lassen wir noch was hier? Nö, oder? Hier, die. Notfallfalle. Und hier können wir erstmal... Das machen wir auch. Machen wir direkt in einem Zug. Zack. So, dann haben wir hier immer vorgesorgt. Und hier. Und den Rest. Ach Mensch, wir verhungern nicht. Geil. Aber jetzt können wir das wieder nicht stacken, ne? Müssen wir jetzt daneben stehen. Aber erstmal knallen wir uns jetzt hier so, während das Ding köchelt, so ein paar Kartoffeln rein. Geil.
So, ja, nee, ich finde, wir machen nicht den Pausescreen, weil dann immer die Musik aufhört. Das finde ich nicht so, ist ja so schön. Können wir hier Fenster dran klatschen? Ja, die sollten wir lieber aufbewahren für unsere Mega-Suite da unten. Können wir auch das Glas mitnehmen. Was sollten wir denn nicht mitnehmen? Guck mal, hier oben haben wir jetzt das Silber, ne? Brauchen wir eher da unten. Deswegen lassen hier mal so viel Kupfer liegen. Und ja, Gold, jetzt können wir das finde ich immer so doof. Wir können die Stacks nicht auseinandernehmen. Nee, wir haben alles gut. Ja, jetzt brauchen wir aber nochmal. Hier. Ja, genau, das lassen wir auch so. Jetzt machen wir so. So. Und so. Sauber. Hier haben wir jetzt nämlich noch Kartoffeln drin. Das hier nehmen wir mit nach unten. Da haben wir Kartoffeln. Und da haben wir sowas. Ja, geil. Ich würde sagen, erstmal haben wir genug. Cool. Gut. Damit, wo ist unser Fenster? Wollen wir mal ein anderes nehmen? Nehmen wir mal das. Brett vorm Kopf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und in der ziehen wir dann endgültig um in unser Tiefsee-Heim, Schloss, Anwesen und richten uns so richtig gemütlich ein. Da freue ich mich schon drauf. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss.